was sagt man jetzt beim Sonic? Ich würde sagen Sega Mega Drive. Moin zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Man sieht Axel und Gerrit hier stehen, einen Computer, der zwar fettes Achtung schmeißt. Wir stehen in Monaco, es könnte sich was getan haben. Ja, hat es sich. Aber vorher, wer noch nicht so oft Gerrits Tagebuch geschaut hat, wir versuchen seit 8 Jahren, kleine Formel-1-Autos, die eigentlich nur ein Plastikgerippe sind, wo kein Motor reinpasst, kein Akku oder Steuerplatine, 20 Stück davon gleichzeitig ein Formel-1-Rennen fahren zu lassen. Das ist die Vision, die ich irgendwann mal vor 15 Jahren, glaube ich, in irgendeine Kamera gesprochen habe. Und vor, es ist 8 Jahre her, ich kann es kaum glauben, kam Axel zu mir und sagte, ich habe da eine Idee. Erinnerst du das noch? Ja, ich habe erst anders ausprobiert mit Spulen. Und dann hast du gesagt, und wenn das nichts wird, dann mach das auch nicht, versuch mal weiter. Und das hat dann auch ein Jahr gedauert, bis es dann die Umsetzung auf Halbach-Errings gab. Stimmt, es gab diese super schwere Platine mit ganz vielen kleinen Spuren. Ne? Weniger aufwendig gewesen. Kann ich mich auch gut daran erinnern, es war ja eine Vision. Und eine Vision möchte man ja eigentlich auch vielleicht sein Leben lang behalten und muss sie sich gar nicht erfüllen. Und dann kam diese Idee mit den Halbach Arrays. Und dann sind wir losgelaufen, aber also ganz ehrlich, ich hatte einige Momente, wo ich gedacht habe, ey, ich gebe jetzt auf. Wir kriegen das nie zum Laufen. Hattest du die auch? Ja, es ist ja schon sehr lange her, dass es schon funktioniert hat mit so einem Halbach Array. Aber die Masse und die hohen Ströme zu bewältigen, war dann eine Herausforderung, die nicht ganz so leicht zu überblicken war. Ich erinnere mich noch, vor 2 Jahren haben wir schon mal so einen kleinen Feiermoment gehabt, nämlich dass genau diese Herausforderung von Axel gemeistert wurde. Hohen Ströme sind bewältigbar, das Ganze ist skalierbar. Cool, wir zeichnen jetzt nur noch eine Strecke. Das haben dann Stefan und ich ein paar Monate lang gemacht, haben das ganze Routing gemacht, geben das zu einem Hersteller und dann kriegen wir diese Platinen und dann fahren wir los. Ja. Wer Gerrits Tagebuch häufiger geschaut hat, war ein großes Problem. Kein Hersteller weltweit hat es irgendwie geschafft, uns diese Platinen mit unseren Anforderungen herzustellen, weil die auch ein bisschen verrückt sind. Also automatische Prüfungsroutinen haben da alle gesagt, Fehler, Kurzschluss. Eine Firma hat nachhaltig an uns geglaubt und ließ sich immer wieder motivieren. Das ist B&B Leiterplatten. Und bei euch möchte ich mich ganz fett bedanken, dass ihr nicht aufgegeben habt. Und ihr seht mein Grinsen. Warum? Letztes Mal hatten wir 3 Platinen, heute haben wir alle. Es ist in den letzten Wochen teilweise täglich ein Paket gekommen mit einer neuen Platine drin, weil der Bogen herausgefunden wurde und jetzt haben wir das weiße Gold hier und werden es gleich testen. Vorher, damit das getestet werden kann, müssen Tausende von Steckern gelötet werden. Es muss alles verkabelt werden, es muss geprüft werden. Da ist Stefan Granz intensiv dabei, Sascha, Kenny und das ganze E-Ecken-Team verkabelt, weil es sieht verrückt aus unter der Anlage. Schaut euch mal an, was in den letzten Wochen hier los war. We'll be right back.
So, ich habe jetzt mal eben das Wort E-Ecke neu eingeführt, sagte man mir, aber ich glaube, ihr kennt das schon. Die E-Ecke ist die Elektronik- und Mechatronik-Abteilung hinten und die sitzen halt hinten in der Ecke, beziehungsweise der Spruch kommt aus einer Zeit, wo sie da in der Ecke saßen, da waren es auch nur 4 Leute oder so. Jetzt sind die mittlerweile fast 20. Die E-Ecke hat uns jetzt die Strecke bis kurz hinter das Casino übergeben, sag ich mal so, und sind der Meinung, dass das ihrerseits funktioniert. Und jetzt ist es an uns und wir haben gesagt, Nee, ein Auto geben wir dafür noch nicht her. Das testen wir gleich. Erstmal lassen wir hier den Supersonic laufen. Mal mal gucken. Willst du ihn draufstellen? Auf welchen Sektor? In die Mitte. Mitte, 3. Ja. Ja. Alles klar. Zurück. Passt. Vor macht er auch. Mit Verzögerung. Links. Ja, ich habe es vielleicht nicht ganz genau angesagt. Links. Ja. Okay. Wir haben Strom. Was sagt man jetzt beim Sonic? Ich würde sagen Sega Mega Drive. Geht los. Ne. Yes. Axel, geil, cool. Ey, super, geil. So, jetzt Hammer. Sind wir Autos. Also wir haben fest damit gerechnet, dass es nicht beim ersten Mal funktioniert. Und wir wussten auch schon, dass die ersten 3 jetzt funktionieren, weil die hatten ja letztes Mal nicht funktioniert. Aber dass der jetzt beim ersten Versuch, ich bin es gewohnt, man muss das 3-mal oder 5-mal machen. Ey. Genial. Jetzt kommen Autos. Ja, Supersonic war gut, ist aber auch recht einfach. Ist halt nur ein kleines Ding. Jetzt kommt ein langes Auto. Wir hoffen mal, dass es auch geht. Kannst du mal gucken, ob er zuckt? Ich stelle ihn wieder auf die 1-3 auf. Hat er gezuckt? Nö. Ja. Zurück, vor. Vor, ja. Links, ja. Rechts. Ja. Dann, ob der jetzt auch fährt. Da muss ich nochmal nachmachen. So, dann wollen wir mal hoffen. Ja. Ja, hat auch was. Axel, der ist gefahren. Sieht schon ganz gut aus. Ich kann das gar nicht glauben, der ist gefahren. 4 Autos, sagst du? Ja, logisch. 4 Autos. Okay, wir versuchen es. Dann, wo stellen wir die hin? Ja, das, ja, sag mal. Ey, wir machen es so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. 1, 2, 3, 4. Und du sagst mir, wo du sie hinstellst. Also wenn du ihn... Einen nach vorne, also das ist die 2-4 zum Beispiel. Immer 2 dazwischen freilassen oder wie? Nee, 1. Das wäre die 1-1. Wir hatten ihn bislang immer auf der 1-3. Ja. Und dann kannst du ja so mit, können wir machen. Mit ein bisschen Abstand. Ja. Weil ich bin ja immer noch nicht so perfekt im Nicht-Überbremsen. Also der geht auf die 1-3, richtig? Jo. Die kommen sich dichter, weil ich den langsamsten nach vorne stelle. Ich mach's jetzt extra schwer, ne? Oder so. Hier. Ja, genau. Boah, ich bin so aufgeregt. Ich möchte jetzt keinen Fehler machen. Also, ja, die Anlage steht. Ja, gut, das ist wir haben sie initialisiert. Wir haben die Autos aufgestellt. Anlage startet. Alle losfahren. Ich weiß, was fehlt. Ach so. Handy. Das will ich filmen. Okay, ja, auch wenn das jetzt, das ist so. Zoom stimmt. Okay. Versuchen wir es. Und los. Der überholt. Nein, er ist hängen geblieben. Schade. So, das war jetzt. Das war super cool. Es sind 4 Autos gefahren, einer ist bis ins Ziel gefahren, der eine hätte beinahe den anderen überholt, aber trotzdem gab es natürlich Fehler. Ja. Und wir sind uns jetzt gerade nicht so sicher, sind es physikalische Fehler, also dass die Autos einfach hängen geblieben sind, nicht sauber aufgestellt sind, oder haben wir noch einen Bug drin? Weil wir haben hier Fehlermeldung im Rechner. Und wenn man sich jetzt den roten hier anguckt, der ist sehr abrupt stehen ja, geblieben. Ja, beide. Das müsste dann ja immer wieder passieren. Ja, und der hat hier zum Überholen angesetzt, hat hier beinahe und dann
Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Ja, da, der ist aber ganz langsam, ja, das weiß ich auch nicht. Entweder habe ich da ein bisschen mehr Power auf die Straße gegeben. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt als nächstes links rübergegangen wäre und sich dahinter einsortiert hätte. Das heißt, da hat er den Linksruck nicht bekommen. Ich habe mal irgendwann programmiert, dass ich die Daten aufzeichnen kann, die wir abspielen. Und dann kann man sozusagen das, was er eigentlich nämlich permanent per Zufall passiert und die Autos das selbst entscheiden, was sie machen, kann man dann sozusagen einmal einfrieren und immer wieder als Makro abspielen. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden den nächsten Rennversuch aufzeichnen. Und den wird Axel dann mitnehmen zu sich und schauen, hat er angehalten, weil er technisch irgendwas sich nicht berechnen ließ oder wie auch immer. War es die Physik, sprich die Autos sind einfach hängen geblieben, oder war es gar ich, der idiotische Befehle übertragen hat? Das werden wir damit rauskriegen, dazu machen wir das jetzt nochmal. Jetzt weiß ich ja gar nicht, was ich hoffen soll. Eigentlich würde ich fast hoffen, dass das genau so nochmal passiert, weil reproduzierbare Fehler finden wir, nicht reproduzierbare. So, wir sind uns ziemlich sicher, dass eher ein Softwarefehler zwischen uns beiden ist, weil ein Auto fuhr einwandfrei und wir haben Fehlermeldungen genau an der Stelle, wo die Autos stehen bleiben. Es hat sich auch mittlerweile rumgesprochen, dass wir hier testen und dass hier wohl angeblich ein Auto gerade gefahren ist. Deswegen wollen wir hier keinen mehr aufhalten und stressen, denn der beste Programmiererwitz ist, hab's gleich und genau so schnell werden wir den auch finden, den Fehler. Das lassen wir, das machen wir in Ruhe nachher. Ich versuche jetzt mal mit 3 Autos zu fahren, dafür aber mit Sound. Das habe ich nämlich auch noch nie gehört. Ein fahrendes Formel-1-Auto mit Sound. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Und damit sage ich sicherheitshalber schon mal Tschüss für diese Folge. Denn wenn es nicht funktioniert, dann laufe ich ganz schnell weg. Und wenn es funktioniert, gehe ich saufen. Ja, das war doch, der Sound hing ein bisschen hinterher, aber es ist auch noch nicht eingerichtet. Super. Also, er kann es, wenn er es will, und der Rest ist Software. Technisch funktionieren die Platinen, technisch funktioniert das Auto. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe weiterhin, ich muss das nochmal sagen, keine Ahnung, ob wir das jemals zum Erfolg bringen, das Projekt. Aber Licht und Schatten wieder heute, aber im Endeffekt, wir haben die Platinen, es fahren hier Autos. Mit Sound klappt sogar einigermaßen. Wenn alles gut läuft, seht ihr in der nächsten Folge die erste ganze Runde nach 8 Jahren. Ich bin super gespannt. Bleibt uns treu und verzeiht uns, wenn wir es am Ende nicht hinkriegen. Ich muss das langsam mal hören, dass uns die Leute was verzeihen werden, wenn wir es nicht schaffen. Aber es macht wieder Spaß. Bis bald. Tschüss.